Nächstes Jahr bekomme ich ein neues Handy. Ich weiß noch nicht, welches ich nehmen soll. Ist es denn völlig, also ist es unabhängig oder gibt es da eine Kategorie, die du dir aussuchen darfst oder? Ah, du wirst doch wahrscheinlich wieder einen Samsung nehmen, oder? Nivan? Also den Sound müsst ihr natürlich ein bisschen entschuldigen, ja. Also wie gesagt, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Lack. Einfach getrappt. Naja, der hat, ich hatte keinen Sand mehr. Ich konnte die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und das ist dann immer blöde, wenn man gerade sterbt, wenn man gerade stirbt oder so. Favorit ist Samsung. Niemals iPhone. Ich mag es nicht. Na, dann hol dir doch wieder einen Samsung. Gibt's nicht jetzt. Ich weiß nicht, viel. Ich habe letztens, letzte Mal hatten wir auch darüber diskutiert über Handys. Und da hatte jemand gesagt, es gibt doch so ein Samsung, was sich zusammenklappen lässt, ne? Also was man so zusammenklappen kann, was sich zusammenrollt oder irgend so ein Scheiß, was man zusammenfalten kann. Weiß jemand vielleicht, wie das ist? Kennt das jemand vielleicht? Oder? Ich muss irgendwie diese Kacke dazu machen. Ah, da hinten ist ein Hebel. Da hinten ist ja der Hebel. Ja, siehst du, geht doch. Ach so, ich muss. Ah, okay, ich muss nur die Kiste darüber machen. Das ist einfach. Ja? Alles klar, ich komme gleich, ja? Einmal bloß die Kiste hier rüber über den Hebel und dann geht das schon. So. Fertig. Dann können wir nämlich da rein. Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch mit dem Handy. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist mit dem. Also es ist nie gut, Technik irgendwie zusammenzuklappen und wieder auseinanderzufalten. Es gibt ja auch Tastaturen, ne, die sowas können, ne, die das halt zusammenfalten können. Ah! Jetzt haben wir die Hebel aktiviert unten in der unteren Kammer. Super. Was knabberst du denn da rum? Na doch, du hast geknabbert. Warum knabberst du denn? Ne, weiß ich nicht. Die habe ich, glaube ich, rausgeschmissen. So, ich glaube hier. Da brauchen wir wahrscheinlich noch ein anderes Schwert, oder? Kann schon möglich sein. Was willst du denn gucken? Ah, okay. Was hast du für Augen? Ich habe nicht mal die Kiste gesehen. Schon den Controller aus? Nee. An die Hebel wirst du dich auf alle Fälle mehr gewöhnen noch. Es gibt so unzählige Hebel bei Prince of Persia, die du bewegen und betätigen musst. Schalter betätigen musst. So, wir haben erstmal gespeichert, das ist einmal die Hauptsache. So, endlich sind wir auch weiter. Also das, wie gesagt, am Anfang habe ich echt rumgerätselt. Aber ein Glück habt ihr das nicht gesehen, da war nämlich noch keiner im Stream, außer Kochi. Aber Kochi war auch nicht immer da. Bam. So, wenn sie nämlich so mit Sand leuchten, dann kann man die nämlich immer schön köpfen. Und dafür gibt es einen Erfolg. Also es gibt einen Erfolg dafür, wenn du die Leute köpfst. Dann gibt es noch, glaube ich, einen Erfolg dafür, wenn du die Gegner mit Waffen anwirfst und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele Erfolge hier bei diesem Teil. Aber das ist immer sehr schön für. So, und das war ein Satz mit X, das war nämlich nix. Da komme ich, glaube ich, gar nicht. Warum hat er das Messer geworfen? Ich weiß es nicht. Ah, hier runter, hier runter. So, gut. Sind wir erstmal hier? Okay. Er darf nicht durchkommen. Ah!
So, durchgeteilt. So, die Feuer der Lore brennen. Da hinten ist noch einer. Um den kümmern wir uns gleich mal. Ich habe keine Zeit für so etwas. Genau, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Dein Käppi irritiert? Ich habe ja auch kein Gehirn. Das Cap spiegelt nur das wieder, was ich nicht habe. Das ist schon korrekt, so wie es ist. War das gerade Piccolos Stimme? Ja, der Prinz hat die gleiche Stimme wie Piccolo. Ist von dem gleichen Sprecher. Das ist mir schon im ersten Stream gleich aufgefallen. So, jetzt muss ich natürlich erstmal schauen. Ich muss das, glaube ich, ausrichten, ne? Nach diesen Springdingern, glaube ich. Irgendwie war das doch so, ne? Ich muss ja, glaube ich, das Wasser dorthin leiten, oder? Nee, hä, wie war das denn? Ach, nee. Nee, warte mal. Jetzt muss ich mal überlegen. Selft ist, ja. Ja, aber ich nehme es halt mit Humor, ne? Ich bin halt so, wie ich bin. Nee, ach so, da geht das Wasser rein. Hä, wo muss es denn hin? Ist es da lang? Nee. Da kann es nicht lang. Da kann es auch nicht lang. Kann er denn nur da lang? Ah, okay. Na, siehst du, läuft doch. Ja, wie gesagt, der Prinz hat Piccolos Stimme. Das ist uns letzte Mal schon aufgefallen. So. Okay, das eine haben wir. Das fließt dort lang. Nee, gar nicht. Das fließt gar nicht da lang. Aber ich glaube... Mensch, du, geh doch mal weg. Scheiß Krähen. Aber sag mal, wie viele sind das denn? Kann ich jetzt hier mal den Hebel bitte betätigen? Danke. So. Genau, der hat es dann... Genau. Der hat das da runter gemacht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch auf der anderen Seite müssen wir das auch in etwa so machen. So, kurz, und das Wasser geht hier rein, dann müssen wir das da lang machen. Und dann einmal noch nach da. Okay, das funktioniert nicht. Genau. Ah ja. Gut, dann haben wir es doch. Da haben wir es doch hinbekommen. Genau, jetzt müsste die Tür nämlich aufgehen. Alle beiden Wasserspeier sind nämlich dort. Und dann müsste in der Mitte jetzt das Wasser offen sein. Ach, das Wasser soll schon die Tür offen sein. Super. Haben wir das Rätsel gelöst. Läuft bei uns. Ja, es sieht halt ein bisschen doof aus, ne? Weil das Grüne durchsichtig ist und dann sieht man so ein bisschen... so einen durchsichtigen Schimmer. Ah, sehr cool. So, jetzt muss ich kurz schauen. Ah, hier. Ja, man muss immer schauen, wo man lang muss mit diesen ganzen... Na, ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, was mich am zweiten Teil wirklich gestört hat, ist einfach, dass du hier in dieser Katakomben die ganze Zeit rumrennst und immer nur zwischen den Zeiten herumspinnst. Was eigentlich eine coole Idee ist mit den Zeitreisen und sowas. Aber ja, es ist halt immer diese gleiche Location. Das hat mich bei Soul Reaver 2 auch schon sehr gestört. Es war sehr cool gemacht mit den Zeitreisen, dass er halt in mehrere Vergangenheiten und so reisen konnte und auch in Blood Omen 1 und so gereist ist und alles. Das war schon sehr cool. Aber es war halt auch ab und zu immer die gleiche Location, nur halt in einer anderen Zeit. Und das ist halt echt... Ja, das ist nicht mehr... Naja, heutzutage ist das sowieso nicht zeitgemäß, aber damals war es halt auch echt schlecht gelöst, finde ich. Weil man hat sich so echt erspart, andere Location zu designen, ne? Weil man, okay, nicht auf Anhieb gleich getroffen.
Man hat sich halt echt gespart, neue Location zu entwerfen. Man hatte halt diese eine Location, die einen Räume und hat sie halt Gesundheit und man hat sie halt einfach nur in anderen Zeitepochen dargestellt, ne? Aber im Grunde musste man halt nichts Neues designen. Man hat halt einfach wir gehen zurück in den Zeitportal und reisen wieder in die Gegenwart. Wir waren ja jetzt in die Vergangenheit. In der Vergangenheit ist nämlich alles schön. Und in der Gegenwart ist alles zerstört. Klar bist du klein, unter 2 Meter. Ja, ich weiß, Rafte. So. Ich kusche mich weiter. Schönen Abend noch. Mach's gut, Nivan. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Hauch des Schicksals. Mit dieser Macht könnt ihr eine starke Bohnenattacke ausführen und mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Nutzt diese Macht, wenn der Prinz von Gegner umringt ist. Drückt und haltet R1 gedrückte Blocks mit R1 und den Hauch des Schicksals loszulassen. Ich muss mich gleich verabschieden, weil ich dann meinen Akku habe. Keinen Akku habe. Keinen. Gesundheit. Danke. Ja, klar. Kannst gerne deinen Akku laden. Ach nein, jetzt gehe ich wieder in die Zeit zurück. Ja, moin. Das war natürlich nicht so beabsichtigt. Man kann es auch nicht abbrechen. Das ist echt ärgerlich. So. Wir müssen aber gleich nochmal zurück. Ja, ich weiß, ist echt nervig, aber ist, weil ich da reingelaufen bin wieder. Und wie gesagt, die Zeit ist halt wirklich, der Sound ist manchmal echt fraglich. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Zack, so Kopf ab. Schwert mitgenommen. So, wie gesagt, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Es ist natürlich einiges kaputt. Oder mehr kaputt. Wegen privaten Gründen konnte ich heute und kann morgen nichts machen. Ah, okay, das ist natürlich sehr schade. Aber sind es angenehme Gründe oder sind das eher, ja, Gründe, die man... Was? Sagst du nicht normal zu mir? Meine Klinge ruft nach. Mann, das ist zum Kotzen, ne? Dass die halt nicht. Dass die echt nicht warten. Dass die echt nicht warten auf denen, dass man den erstmal kaputt macht. Finde ich echt ein bisschen beschämend. So, da ist der nächste. Aber wir sehen natürlich hier, dass dieser Garten, den wir vorher noch schön erkunden konnten, natürlich schön alles ruiniert und kaputt ist, ne? Ganz klar. Es scheint, als habe die Vegetation diesen Teil des Turms für sich erhoben. Jetzt völlig überwucht. Lauft! Flucht ist eure letzte Hoffnung! Flucht ist eure letzte Hoffnung, Piccolo hat gesprochen. So. Ja, hab heute Haare geschnitten bekommen und war bei meinen Neffen und morgen machen wir eine Ausfahrt. Ah, heißt das nicht Ausflug? Ja, ich weiß, ich bin vielleicht wieder ein bisschen kleinlich. So, kommt ran hier. Bam, so. Den haben wir auch. Kann ich hier eigentlich trinken? Ja. Ah, hier kann man trinken, ohne sogar Wasser, ohne zu speichern. Das ist natürlich sehr nice. So, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo ich lang muss. Okay. Okay, da komme ich nicht lang, aber da
Nee, da komme ich nicht lang. Das ist eine Sackgasse. Ah, cool gemacht, ne? Also, dass hier das, die Natur sich alles zurückgeholt hat. Ist schon sehr witzig, ne? So, hier kann man nur runterkommen. Okay, also muss es irgendwie auf der anderen Seite sein. Die ganzen Hebel sind auch irgendwie weg, ne? Du würdest ja auch nicht warten. Das sollte bei vielen Spielen so sein, dass der Gegner nicht wartet und bei welchem Bösen wie Spaß wartet, bis du fertig bist. Na, beim ersten Teil war es so, dass die Gegner immer gewartet haben, bis du halt denjenigen tot gemacht hast. Und das hat sich halt, als sehr hilfreich entpuppt, weil man da nicht mehr so viel machen musste, sondern jeden Gegner nach und nach abfertigen konnte, weißt du? Das war halt echt sehr geil. Hier ist es leider so, dass der Gegner nicht wartet, sondern auch dich gleich attackiert, was ein bisschen doof ist. Also für mich jetzt als Spieler. Na klar, es ist clever, weil du im Kampf natürlich, wie du sagst, natürlich auch nicht warten würdest. Das ist ganz klar. Bei 120 km/h am Tag eher Ausfahrt. Ja, das stimmt schon. So, wo muss ich denn langsamer? Ich komm hier nicht raus, oder? Nee, da komme ich nicht lang. Kann ich hier vielleicht hoch? Nee, da hält er sich ja nicht mal fest. Okay, also hier kann's nicht sein. So. Das ist ja mysteriös, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich lang muss. Ich kann halt nur hier rauf, aber... Ich kann halt nicht weiter. Ne, da ist er nicht zum Festhalten. Also ich glaube... komisch. Wo muss ich denn lang, Leute? Hier können... Warte mal. Hier ist aber... Ich kann hier nicht hochklettern, oder? Nee. Da kann ich auch nicht hoch. Dann kann es doch bloß hier sein. Ach so, hier runter? Nee, das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass es hier unten lang geht. Nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So, warte mal. Ist hier lang? Nee, da kommt er nicht hoch. Ah, da ist ein Ast, aber... Ich möchte meinen, dass es hier irgendwas mit diesem Teil zu tun hat, aber... Er klettert ja hier nicht hoch, oder? Nee, das war nicht so... Das war nicht so kompliziert, glaube ich nicht. Nee, der klettert ja nicht mal hoch hier. Nee. Nee, nee. Wie war das denn? Da ist ein Ast, also auf alle Fälle ist es irgendwas. Irgendwas muss da drüben, aber... Ah! Das kann natürlich... Kann natürlich auch hier was sein. Aha! Na gut, Problem gelöst. Spring mal am Ende ab. Na, ich bin schon mal am Ende, also ich, der ist schon am Ende rüber gejumpt, aber wir haben ja den Weg jetzt gefunden. Wir müssen zwar trotzdem dort hinten lang, aber wir mussten uns einen anderen Weg suchen. So, hier rüber. Aha. Ja, genau. Und hier oben wird natürlich gekämpft. Wenn ihr es auf einen Zweikampf anlegt... Dieser Schmetterling.
Hat er im Schwächling zu mir gesagt? Ich glaube, ich spinne. Der hat dem Schwächling gesagt, ne? So. Aha, okay, jetzt muss ich hier lang. Meine Aussage war gerade so oder so. Überflüssig. Nein, jeder Tipp ist natürlich immer willkommen. Manchmal sieht man das ja auch nicht. Also man sieht ja manchmal auch nicht. Man sieht ja auch nicht jedes Detail, ne? Und das ist natürlich dann immer sehr gut. Achso, das gibt's ja unsichtbare jetzt hier. Na klar. Ach, das sind die Weiber. So, sind sie tot? Ich glaube schon. Cracky.